Ab in die Welt. Als ob, man. Das lass ich mir nicht bieten, Mann, okay? Irgendwas gibt's noch hier zu machen? Aber was? Ich hab keine Ahnung. Hier steht eigentlich auch nichts, was man machen kann. Nächste Aufgabe. Keine. Komm, wir gehen mal dahin. Seiteneingang. Was ist das hier nochmal? Magie. Ah, ja. Abilitamin. Oh, da ist eine Tür und ein Krönchen. Und da auch. Oh, schöne Kristalle. Okay, wie komme ich am besten dahin? Unten sind noch ein paar Truhen. Shit. Ich hätte es vielleicht geschafft, wenn ich nicht geschlagen hätte. Oh, man. Also, hier kriegen wir ein bisschen mehr. Alter, wieso kann ich euch nicht... Kann ich euch nichts antun? Oh, die bösen Karten sind wieder da! Nee, Mann! Hau ab! Sehr gut. Hauptsache Donner kann sie kaputt machen. Yeah! Machen wir die kaputt? Weiter, Donald! Ich habe gerade keine Magie mehr. So, jetzt haben wir auch Dickschindeln wieder gelernt. Aua. Aua. Ich glaube, wir gehen in die Heldenform. Sag mal, spinnt ihr? Es ist so lächerlich, dass sie noch trotzdem angreifen können, obwohl ich sie angreife. Alter! Alter, aber jetzt geht's los, gell? Was ist da los? Ich komm nicht zum Schlag! Ich habe das Gefühl, die machen mich gleich fertig. Danke. Ja, komm, leck mich am Arsch mal, ihr dummen Karren, Mann, ey. Was willst du eigentlich? Hau ab! Alter, komm, ey. Leck mich am Arsch mal, kurz hier oben bleiben. So, weg mit denen. Da kam doch wieder ein Auto.
Alles geblockt, Mann. Nimm das. Scheiß Ding, Mann. Boah. Alter. Ich sehe nichts. Hau ab. Aua. Aua. Hä, nochmal? Wie viel kommen denn noch von denen? So. Oh, meine Fresse, Mann. Regen die mich gerade auf. Okay, wie komme ich jetzt wieder da hoch? Ah, guck mal da. Puh, Leute, erstmal wieder ein bisschen beruhigen. Und dann wird's schon wieder. Hau bloß ab, Mann. Sehr gut. So. Den rein. Abilities. Das hier. Dickschädel. Drei haben wir noch. Explosion lasse ich mal weg. Oder soll ich das reinmachen? Ach komm, machen wir es rein. Sehr gut, okay. Versuchen wir es gerade nochmal. Ich glaube, das ist möglich, oder? Jawohl. Der da hoch jetzt nicht mehr. Leck mich am Arsch, Mann. Haut ab. Versuchen wir es mal da hinzukommen. Zack. Was war das denn? Kommt denn der hier hoch? What the? Was macht der Idiot da? Idiot. Ah, wenn das so ist, können wir also angreifen. Sehr gut. Hau bloß ab, Auto. Ich sag's dir, Mann. Da hoch komme ich nicht. Das ist dumm. Ah, aber dahin komme ich, deswegen. Zack. Ja. Yeah. Hängt der eine immer noch da oben in der Luft? Schauen wir gleich mal. Ja, dumm. Er hängt da immer noch. Können wir irgendwas angreifen? Was ein Idiot, ey. So, was ist das hier? Okay. Höhle des Minenschacht. Der! Klatsch! Tiefes Gedächtnis. Wir werden denn hier gelandet? Ich muss ganz ehrlich sagen, ich glaube, ich kenne es noch gar nicht. Abilitamin. Okay. Was ist das hier für ein Weg dann?
Irgendwas muss ich da oben bestimmt machen mit diesen Kugeln, oder? Hä? Sollen wir denn da hochkommen, bitte? Gibt es da überhaupt einen Weg? Ja, guck mal, auf der Karte auf jeden Fall. Und da hinten ist eine Tür sogar. Vielleicht irgendwas mit Eis? Nein, auch nicht. Darüber springen kann ich auch nicht. Das ist viel zu weit weg. Und diese Rohre, die blockieren mich auch. Das ist ja gar nicht gesprungen. Was für ein Idiot. Ah. Was machen wir hier? Mann! Geil, wir können mit der Ego sich spielen. Er ist gar nicht gesprungen, schon wieder. Nee, ich hab keine Ahnung, was machen wir? Was sollen wir hier? Hä? Wie? Was? Wie? Wo war? Blitz vielleicht? Bringt alles nix. Nee, er wechselt auch nirgendwo anders hin oder so. Nee, und da stößt er gegen die Decke. Komm nicht weiter. Keine Ahnung, was ich machen soll hier. Was, wenn ich in die Dingform gehe? Und nimmer komme ich damit hoch. Nie und nimmer! Weisenform auch nicht. Diese Dinger blockieren ja total. Ja, komm, wir gehen weg hier. Das bringt ja gar nichts. Den stehen bleiben geht auch nicht. Hier unten ist halt auch nichts, so. Guck mal, wie viel da noch ist. Boah, Wahnsinn. Nee, da geht's nicht weiter. Keine Chance. Was wir halt noch machen können, ist in diesem... Oh, da ist noch eine Truhe. Kommt man denn dahin? Ja, ich habe das Gefühl, uns fehlen da noch ein paar Sachen. Haupt ab, Mann. Irgendwie noch so ein Supersprung oder so? Keine Ahnung. Außer vielleicht mit der Drive-Form. So, was ich mir gerade gedacht habe, ist vielleicht dort rein jetzt gehen. Und vielleicht gibt es ja dort was in diesem Gang. Ich habe nämlich keine Ahnung, was wir sonst noch machen sollen, Leute. Mein Latein ist am Ende gerade. Naja,
Was wir auf jeden Fall machen müssen, ist halt ein bisschen trainieren. Ein bisschen kämpfen. Dass die Attacke halt noch weiterläuft, obwohl das Scheißvieh tot ist. Hau ab, Mann! Diese scheiß Dinger, Mann. Okay, hier ist Trümmer. Hier geht's nicht weiter. Komm her, Mann! Du fliegender Dreck, du! Und du? Wir halten uns einfach mal links immer. Oh, toll. Okay, einmal im Kreis gelaufen. Zack, zack, zack. In Ruhe. Oh, oh. Sehr gut. Boah, da sind wir wieder zurück im Labor. Und hier gibt's ja eigentlich auch nichts, ha? Sonst gibt's hier nichts. Ah, ich weiß, wo wir hingehen. Erstmal zurück zur Weltkarte. Es geht ein bisschen schneller. Wir gehen in Winnie Poohs Welt. Dort gibt es hier noch ein paar Sachen zu erledigen. Oh, Rabbits Haus ist da. Eeyore, Pooh, are you okay? Gosh, that's too bad, Eeyore. After all that work. No matter. Most likely would have fallen down anyway. Well, I'll help you fix your house, Eeyore. Oh, hello there, Piglet. Thanks for offering. Wouldn't want to spoil your fun day, though. Well, hello, Piglet. And hello, somebody I don't know. Pooh, this is Eeyore. You know Eeyore, don't you? I do. What could have happened to him? Oh, I have an idea. Maybe Pooh's tummy is so rumbly that it's making him forget. If we bring him some honey, he's sure to remember. Well, I guess it's worth a try. Might work, but probably not. First, we gotta find some honey. If honey's what you're looking for, I know just the place. Follow me. Wow, Rabbits Haus. Und guckt euch mal hier diese Truhe an. Zack. Geplündert. Schon Möhring. Zieht die Kugel um einen herum an. Danke.
hätte eher gern so einen Unsterblichkeitsring. Hält dich unsterblich. Komm mir nach. Du kannst aber auch vorgehen, wenn du willst. Ich gehe nämlich eher langsam. Ja, mache ich, ja. Splendid, just splendid. This is the place I told you about. Wow, look at that. How yummy for my tummy. But doesn't that honey belong to someone? Oh nein! Mein Honig! Puh! Hast du etwa all meinen Honig gegessen? Oh, hallo. Schön, dich kennenzulernen. Was hast du gesagt? Ist der auch für mich? Und ich war mir sicher, einen sicheren Platz gefunden zu haben. Entschuldige. Das ist unsere Schuld. Wir haben Puh mit hierher gebracht. Oh, hallo Sora. Schön, dich wiederzusehen. Ich freue mich auch. Und die Sache tut uns echt sehr leid. Ach, ist schon in Ordnung. Ich weiß ja, dass Puh nicht mehr zu halten ist, wenn er erst einmal so hungrig ist. Entschuldige, wer immer du bist. Gibt es vielleicht noch mehr? Geht es dir auch gut, Puh? Kann es wirklich sein, dass du mich ganz und gar vergessen hast? Was um alles in der Welt ist nur hier los? Gibt es noch mehr Honig? Mein Bäuchlein knurrt nämlich, müsst ihr wissen. Das muss es sein. Er ist so hungrig, dass er sich an nichts mehr erinnern kann. Das denken wir auch. Dann lasst uns diesem Bären mal ordentlich Honig auftischen. Ich würde mir nicht zu viel davon versprechen. Aber ich dachte, Puh hat schon all deinen Honig gegessen, Rabbit. Ich habe noch mehr. Notrationen für den Fall der Fälle. Aber ich habe sie zu gut versteckt. Okay, Honig-Rutschfahrt. Achte auf Hindernisse auf deinem Weg zum Ziel. Drücke Dreieck. Nach einem Zusammenstoß, um Puh zu retten, oder Puh verliert weitere Versuche. Drücke und halte Viereck gedrückt, um schnell nach links und rechts auszuweichen. Das Spiel ist aus, wenn Puh keine Versuche mehr hat. Goofer hat Sora einmal bei einem Hindernis helfen. Okay, wir versuchen es mal. Ah, puff! Wow. Wie viel willst du denn noch fressen, Mann? Yeah! Ja, ist okay. Ich weiß, dass du mehr willst. What? What? Wow, wow, yes. Wir fliegen über das Buch, Mann, guck mal. Oh, was war das denn? Das war Goofer. Ups. Whee! Noch mehr? Oh, shit. Oh, oh, shit. Oh, komm her. Das war fies gerade. Oh Gott. Oh, shit. Komm her, Puh.
Komm mit! Woohoo! Oh, shit! Goofa ist weg! Yeah! Sehr geil! There now, Pooh. Have just as much as you'd like. Why, thank you. Ist nur so viel du willst, Mann. Pardon me, kind somebody, but do you know where I might find another smackerel or two of honey? Oh. My tummy seems to be telling me there's some honey right in there. Mother, I'm stuck. He still doesn't remember. What in the world has gotten into Pooh Bear? Whatever it is, we better help him. Oh, yes. And quickly, too. No stuff and fluff. One, two, three! You're okay now, Pooh. Well, I wouldn't be so sure of that if I were you. Why, just look at him. He doesn't even remember who I am. Perhaps it's all this blustery wind, or maybe he's actually needs more honey, or he's sleepwalking and dreaming. Well, if I am dreaming, which I suppose I could be, I hope that I get to the part where you invite me to lunch again very soon, Rabbit. That's right. You're always stopping by for lunch. Wait, Pooh, you called me Rabbit. Well, of course, Rabbit. What about Eeyore? And do you remember Eeyore too, Pooh? Oh, hello there, Eeyore. It's ever so nice to see you today. Thanks for noticing me, Pooh Bear. And hello to you too, somebody I don't know. Well, at least you remember Rabbit and Eeyore now. So, gut. Aber wir haben noch mehr Seiten gefunden. Deshalb gehen wir gleich nochmal da rein. Wow. Ja, da ist noch was und dort ist noch was. Und ich würde sagen, wir machen das einfach mal jetzt in den nächsten Minuten fertig. Hello, Sora. Yes, hello there, somebody I don't know. Sag doch seinen Namen, du Vollidiot. Eeyore told me Pooh wasn't quite himself. I thought this might be just what the poor dear needed. Yeah, I hope it'll make Pooh better. His tears are wonderful things. The top's the bitter of rubber, the butter the bitter of pins. A present for me? Why, presents are what Tiggers like best. And it's not even my birthday. But Tigger, that's not for you. Wait, Tigger! Oh, dear. Come on, let's go after him. Was für ein Idiot? Wieso klaut er einfach das Zeug? Dumme Tiggermann. Hier in dieser Welt, irgendwie sind alle hier leicht bescheuert. Der Pooh ist irgendwie, wenn man so recht überlegt, mega egoistisch. Es muss immer sich um ihn drehen. Er frisst einfach den Honig fremder Leute weg. Und will dann noch mehr. Tigger hüpft und hüpft immer und überall, egal wo er ist. Wir sind früher alle zusammengehüpft, aber Pooh scheint das auch vergessen zu haben. Wenn Tigger doch bloß ein bisschen mehr zuhören würde, wie, was man ihm sagt. Das ist wirklich schlimm. Wir müssen diese Medizin von Tigger zurückbekommen. Du musst Tigger aufhalten, schnell. Sonst trinkt er alles aus. Ja, will ich ja. Okay. Magiesphäre. Erhöht die Magiekraft um den Wert 1. Nur im Hauptmenü auswählbar. Was tut ihr denn alle hier? Findet hier etwas statt?
Ein Honig-Ess-Wettbewerb etwa? Oder ein Rennen? Gott, ey. Puberan.